Mein Name ist Heinz Bosbach und heute zeige ich euch das modernste Einfamilienhaus Deutschlands. Aber nicht 2022, sondern es war das modernste Einfamilienhaus 2005. Kommt einfach mit. Ja, insgesamt, Heinz, haben wir hier 335 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt über drei Ebenen, einen schönen Keller dazu, der das Paket abrundet, hochwertigen Parkett verarbeitet, Fliesen, Fußbodenheizung, schönen Kaminofen, also alles, was das Herz zum normalen Wohnen begehrt. Von der Smart Home Geschichte haben wir heute leider nicht mehr so viel drin. Hat einfach den Hintergrund, die Technik damals war die Zukunft. Heute, gute 17 Jahre später, ist es natürlich überaltert und wir befinden uns jetzt gerade in der Phase, wo das alles komplett erneuert wird. Also die Technik wird einfach überholt auf den aktuellen Stand der Dinge. Cool. Was würde denn heute so eine Immobilie kosten? Also wenn ich die jetzt kaufen würden wollen? Das hängt natürlich ganz davon ab, wo diese Immobilie steht. Aber Stand hier und jetzt, genau, bei uns bewegen wir uns hier knapp über 1 Million Euro. Und wie kommt denn jetzt diese Immobilie von Berlin? Also was war der Weg von Berlin hierher? Wie ist das passiert? Ja, das Haus, wie vorhin schon gesagt, wurde in Berlin abgebaut, musste irgendwo zwischengelagert werden und der damalige sozusagen Bauträger des Projekts, das war Weberhaus, die haben einen Abnehmer für das Haus gesucht. Das wäre ja zu schade, um es einfach zu verschrotten danach. Ja, der Eigentümer, dem es heute gehört, der hat dann letztendlich über seinen Mandanten, der Steuerberater, das zufällig mitgekriegt. Sein Mandant hat das gekauft gehabt und hatte aber leider kein passendes Grundstück. Und irgendwann ist eben der Verkäufer auf diesen Menschen zugegangen und hat gesagt, hey, nimm mal das Ding ab, das steht in der Lagerhalle. Er wusste aber nicht, wohin damit und der heutige Eigentümer, ja, hatte das passende Grundstück und hat gesagt, super, ich suche gerade ein Häuschen, ich würde gerne bauen, das Grundstück steht frei, bringen wir es doch nach Neumarkt. Sehr, sehr cool. Und der Steuerberater hat es dann letztendlich hier hingestellt auf das passende Grundstück. Der hat das auf sein Grundstück hier hingestellt, der hat das Haus hier wieder aufgebaut. Man muss sich das natürlich so vorstellen, dass es eigentlich nur noch die Hülle war, der komplette Innenausbau, ja, Keller und so weiter und so fort. Das hat er dann selber gemacht. Genau, und es gibt ja auch eine coole Außenbeleuchtung ja auch. Das Haus ist ja damals in Berlin in unterschiedlichsten Farben. Da hat es ja wirklich ein Farbenspiel auch gegeben. Und man muss ja überlegen, Leipziger Straße, in der Nähe des Potsdamer Platzes stand das Haus damals. Und ich habe es wirklich selber live gesehen. Ja, also ich bin zu jung. Ich habe es tatsächlich live gesehen. Es war echt total cool. Ja, ich fahre da so durch Berlin und sehe da auf einmal mitten in Berlin steht da irgend so ein Einfamilienhaus rum. War schon ziemlich sexy. Aber da fällt mir auch noch eine Sache ein, weil damals dieser PDA, das war der Vorläufer vom iPhone eigentlich, ja, kann man sagen. Und das iPhone ist ein paar Jahre später erst sozusagen gekommen. Und damit war, wenn man jetzt das mal ganz ehrlich sich anschaut, 2005 das modernste Smart Home mit überall Flat Screens im Badezimmer, im Wohnzimmer, in der Küche und wirklich alle möglichen Ausstattungsmerkmale und dann kurz danach kommt das iPhone, dann ein bisschen später das iPad und so weiter und jetzt haben, du hast gerade schon gesagt, 17 Jahre später ist das alles sozusagen Geschichte. Das ist also back to the future, total Geschichte, komplett hinten dran, ja, und wie gesagt, der Eigentümer baut das jetzt sozusagen komplett, also refresh das, macht das ganz komplett neu. Okay, aber es ist halt so, ne, das kriegt man für 1 Million, ne? Also das darf man ja nicht vergessen, ne? So, und wenn man sich jetzt überlegt, was damals diese Hülle, ja, ein deutlich weniger gekostet hat, ja, erstmal die Hülle. Aber da geht ja die Arbeit erst mit los. Ne? Also Hülle, dann kam natürlich noch das Grundstück dazu, der Innenausbau dazu, Möbel ja sowieso extra Thema Interieur. Und jetzt kommt natürlich nochmal das Refresh von dem ganzen Smart Home Zeug dazu. Ne? Also wir haben ja einmal hier Beleuchtung der ganzen Steine, die hier überall sind. Dann haben wir aber letztendlich dann tatsächlich diesen ganzen Smart Home
Kram, hätte ich jetzt beinahe gesagt, das ist ja schon cool, ne? Also ja, das ganze Smart Home Thema noch dazu, ob das Flat Screens sind, ob das eben die Steuerung ist, Alarmanlage etc. Überwachungskameras. Genau, das kommt jetzt alles noch dazu sozusagen. Das kommt tatsächlich dazu. Wetterstationen sind heute, sage ich mal, auch absolut interessant. Das heißt, dass mir bei einem Sturm jetzt nicht die Raffstores oder die Jalousien wegreißt. Ja, man hat diverse Möglichkeiten, das Ganze auch zu programmieren. Zum Beispiel, wenn ich aus dem Haus gehe und lange auf die Klingel drücke, dann fährt komplett die Elektrik im ganzen Haus runter und die Jalousien fahren runter. Das ist heute möglich, sage ich mal, mit einer Smart Home Steuerung oder was Energieeffizienz angeht, einfach auch die Heizung zu steuern. Dass ich sage, ich heiz nicht den ganzen Tag, damit ich abends meine 22 Grad habe, sondern lasst die Heizung halt dann eben 2 Stunden, bevor ich nach Hause fahre, hochfahren. Das war früher, 2005, eben bei diesem T-Com-Haus, hat man das so ein bisschen angedeutet, da wird die Reise hingehen. Naja, wer weiß, vielleicht hatten sie ja die Glaskugel und haben schon gewusst, was 15 bis 20 Jahre später wirklich Realität sein wird. Ja, also die Telekom, die hat hier, oder T-Com damals, die hat hier wirklich das modernste Einfamilienhaus 2005, also nochmal back to the future, 2005 wurde das Haus gebaut und für damalige Verhältnisse war es extrem cool. Heute, 17 Jahre später, müssen natürlich einige Dinge jetzt schon erneuert werden, aber trotz alledem mal eine sehr interessante, spannende, coole Reise zu sehen, ey, da ist ein Haus aus Berlin in die Oberpfalz versetzt worden. Ja, das gibt es ja eigentlich nur eine Story in Amerika, ne, so ungefähr, oder in USA. Und das gibt es auch tatsächlich bei uns in Deutschland. Ein Haus, was wirklich versetzt wurde und wo insgesamt 18.000 Menschen zeitweise für ein paar Stunden oder eben ein paar Tage drin sind. Und es waren auch einige Prominente dabei, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Also um jetzt nicht alle Namen hier zu nennen, aber es waren wirklich einige Prominente dabei, die das auch genutzt haben. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, die Telekom, und das war ja auch das Ding auch an der Stelle, hat insgesamt innerhalb dieser Zeit, ne, 2005 bis 2006, über 350 PR-Artikel zu dieser Immobilie damals bekommen in der Presse. Das findet man ja heute nochmal wieder. Also wenn ich einmal in Google T-Com Haus eingebe, dann gibt es unzählige Artikel und Geschichten zu dieser Immobilie. Am Ende möchte ich noch ein großes, fettes Dankeschön an Feldbusch Immobilien dalassen, die uns unterstützt haben und dafür gesorgt haben, dass wir diese Immobilie überhaupt besichtigen konnten. Und natürlich dem Steuerberater Kirsch, der sozusagen sein Zuhause uns geöffnet hat, dass wir das hier zeigen konnten und diese coole Story euch sozusagen zu präsentieren. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr über Immobilien erfahren wollt, ihr vielleicht Immobilienmaklerin, Immobilienmakler seid, euer Business aufs nächste Level zu bringen, dann seid ihr hier bei uns auf unserem Channel genau richtig. Erstmal wichtig, Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, falls ihr vielleicht 2005 oder 2006 diese Immobilie tatsächlich live in Berlin gesehen habt. Vielleicht wart ihr drin, vielleicht wart ihr auch bei der Opening Party von der T-Com damals mit dabei. Schreibt in die Kommentare rein und berichtet einfach, wie ihr die Infos fandet. Wie hat das Haus vielleicht damals ausgesehen? Wie ist es heute? Und damit bin ich auch schon am Ende. Abonniert unseren YouTube-Kanal, folgt uns auf den sozialen Medien und ich wünsche euch was. Alles Gute.